150 Jahre Sparkasse der Stadt Amstetten ist eigentlich ganz was Besonderes und gehört gebührend gefeiert. Unser Glück ist, dass die Sparkasse das nicht alleine mit ihren Mitarbeitern hinter verschlossenen Türen feiert, sondern gemeinsam mit ihren besten Kunden, so wie es heute ist, mit ihren Firmenkunden und Freiberuflern. Und wir kommen alle in den Genuss zu einem geselligen Abend bei Jazz und Wein. Herz, was willst du mehr? Ich denke, Business ist Business, das gehört dazu. Da müssen wir oft schwierige Dinge besprechen, lösungsorientiert. Aber solche Abende wie heute bei der Commerzkundenveranstaltung gehören dazu, dass man sie besser kennenlernt und sie in einem gemütlichen Rahmen austauscht, in entspannter Atmosphäre. Und das lieben wir auch und das bildet auch Vertrauen, ganz einfach. Schön, dass es euch gibt, oder? Danke. Vielen Dank, Didi. Danke. Der Gründungsauftrag, der in unserer Gründungsurkunde drinnen steht, heißt ja, wir sollen Gutes für die Region tun und das verknüpfen wir mit dem Glauben an dich und das hat für uns schon viele Jahrzehnte echte Erfolgsgeschichte und hat auch für die Zukunft eine echte Wirkung, weil uns ganz einfach wichtig ist, dass wir menschlich sind in einer immer mehr digitaleren Welt. Wer kommt da in den Genuss, von euch unterstützt zu werden? Genau. Was für Projekte waren da in den letzten Jahren? Wir haben letztes Jahr ganz groß in Winklern das Jugendfeuerwehrtreffen, wo mehrere tausend Jugendliche da waren, unterstützt. Da haben wir die Jugend ganz konkret gefördert. Heuer mit unseren Sitzmöglichkeiten sind wir in die Schulen, sind wir in die Kindergärten gegangen. Das war uns ganz wichtig. Im Sommer haben wir den Montessori-Mitmach-Zirkus gefördert, wo auch wieder die Kinder von 6 bis 14, 15 eine Woche lang Zirkusartisten gibt. Probt haben, gespielt haben und dann auch eine tolle Aufführung gemacht haben. Jetzt haben wir schon so viel gehört über den Aufsichtsrat. Wir wissen auch grob, was ihr macht. Aber wer sind das? Was für Leute sind das? Oder was haben die für Professionen? Ja, die Professionen, also insgesamt sind wir 9 Mitglieder. Ja. Die Professionen reichen von Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmer. Wir haben jemanden dabei, der arbeitet in der Landesregierung. Dann ist jemand dabei, der in einem börsennotierten Unternehmen der Leiter der Innenrevision ist. Also das ist so ein breites Spektrum. Also Leute, die Zahlen lesen können oder Bilanz verstehen können, grundsätzlich. Grundsätzlich eine Bilanz verstehen und auch dem Ganzen folgen können. Das ist ja, das muss, wenn man das einmal sieht, eine Bankbilanz ist ein bisschen anders aufgebaut als eine normale Bilanz. Bei uns ist wichtig, dass wir für die Kunden jederzeit da sind, in guten und in schlechten Zeiten. Wir haben Corona überstanden, wir sind extrem schnelllebig unterwegs mit den Kunden, wir müssen auf alles reagieren und das macht uns aber, glaube ich, aus, weil wir sehr nahe am Kunden sind und darum das Vertrauen beim Kunden haben und das machen wir einfach, glaube ich, spitze. Du führst mit, glaube ich, gutem Erfolg ein tolles Autohaus in Amstetten und vertraust der Sparkasse Amstetten. Amstetten gibt es viele Banken. Warum gerade die Sparkasse? Warum gerade die Sparkasse? Das ist eine gute Frage. Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner. Für die Sparkasse, du kannst erzählen auf Ehren, egal was kommt. Ich habe die Firma erst seit kurzem. Die Sparkasse ist mir von Anfang an parat gestanden und ich konnte mir keinen besseren Partner rundum Betreuung vorstellen. Warum genau die Sparkasse? Das hat damit zu tun mit meinem Bankberater. Den vertraue ich schon sehr lange. Wer ist das? Sag uns deinen Namen. Das ist der Hannes Zeilinger. Ist ein Freund, Nachbar und Berater. Und der hat uns schon sehr viel geholfen. Und da geht wirklich die Handschlagqualität noch bei ihm. Und er ist wirklich sehr verlässlich. Und dieser Grundsatz, wir glauben an dich, der trifft wirklich in der Tat zu. Ja. Für mich sind die Personen dahinter wichtig. Also es gibt viele Wege, sein Geld
auch zu bekommen. Also ich brauche eine Partnerschaft. Und ein Geschäftsleben ist immer ein Geben und Nehmen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Die haben schon ihnen das Vertrauen geschenkt und wir fühlen sich einfach sehr gut aufgehoben in jederlei Hinsicht. Mein Vater war schon immer Sparkassenkunde. Beim alten Direktor Böhm war eine ganz enge Verbindung da. Die hat sich dann weitergezogen und ich kann mich an ein berufliches Leben ohne Sparkasse nicht erinnern. Und jetzt durch den Michael funktioniert das sehr gut, muss ich sagen. Es ist eine Vertrauensbasis da, genauso wie Sie es beschrieben haben. Kann die Bank nur empfehlen.